Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte heute ein bisschen Spice-mäßig unterwegs sein. Und ich glaube, das schaffe ich mit Cesurio auf Level 50. Ich habe tatsächlich dieses 98er heute gefangen. Einfach beim GoFest gefangen, beziehungsweise gestern, jetzt wo ich es jetzt wo ihr das Video seht. Man hätte die Möglichkeit gehabt, einen Fokusstoß zu spielen, habe ich leider nicht drauf. Das kann der Gegner aber nicht riechen, oder? So, an sich wäre es natürlich lustig, dem Gegner die Attacke zu drücken. So, ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich hätte das vielleicht machen sollen, aber ich dachte mir, hey, ich habe Probleme. Oh mein Gott, der Schaden gedrückt. Das war jetzt gar nicht mal so wenig Damage, da muss ich ja mal zugeben. Habe ich nicht mit gerechnet. Da bin ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Und das hier zu schilden ist gut. Die Frage ist, ob du nur rausgehen würdest oder ob du hier einfach drin bleibst. Finster Aura von Cesurio tut echt weh. Ich habe sogar einen Shiny Gladiantri gekriegt und ich bin mega happy. Einfach happy ohne Ende. Hast du vorher die Attacke? Bitte nicht. Aber du gewinnst selbstverständlich den Gleichstand, ne? Schade, dass mich deine Stahlattacke einfach besiegt. Ich meine, die Resistenz ist am Start, aber ich halte gar nichts aus. Egal. Dann kann ich zumindest mit Ho-Oh reinkommen. Und das Ding wird sich jetzt einfach hier mit komplett viel Energie auf den Weg machen und dich einfach runterfahren. Komplett. Komplett. Ich habe die Stahlattacke mit, weil ich habe eine fette Kampfschwäche. Und die meisten Kampf-Pokémon, die man sieht, beziehungsweise Kampfattacken, die man sieht, die kommen von den Feen. Das klingt doof, ist aber so. Und die trifft man ganz entspannt mit so einem fetten, schmackhaften Eisenschädel. Von daher wollte ich da auf jeden Fall einfach dahingehend abgedeckt sein. Breitseite, du schwächst mich, bleibst du dran? Ein Server, oh mein Gott, es hängt wie Hulle oder was ist hier los? Was soll denn der Quark? Okay, egal. Nehmen wir einfach hin, ne? Boah, das tut trotzdem weh. 1, 2, 3, 4. Du drückst mir dann gleich einen Eisenschädel oder so, ne? Sind wir uns da einig? Höchstwahrscheinlich. Ich komme auch nicht mehr rechtzeitig hier raus und das heißt, dass mich die Breitseite drüben wahrscheinlich gleich besiegt. Oder? Oder kannst du was anderes Nerviges? Ja, ich verliere den Gleichstand. Dann wird das leider nichts mehr. Es ist natürlich doof. Psychobeißer. Das macht die ganze Sache nicht gerade besser, ne? Hey, egal. Cesurio im ersten Kampf Fokusschuss wäre geil gewesen. Doof, dass ich jetzt keinen mit habe. Der hätte ich gezimmert. Den hätte ich sehr, sehr gerne genutzt. Und dir auch einfach um die Ohren geschmissen. Aber, wie man es halt nimmt, ne? Du kannst dich nicht auf jedes Matchup vorbereiten. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht gegen alles gewappnet sein. Das Pokémon habe ich zum Beispiel gar nicht bedacht. Das kann mich komplett zerstören, wenn es lustig ist. Ich hoffe, dass es nicht lustig ist. Du hast versucht, eine Attacke abzufangen, ne? So, Freundchen. Das wiederum bedeutet, hey, dein Demeteros nimmt mich halt komplett hops. Cesurio wird nicht mehr viel reißen können. Das Gute ist, dass ich geschafft habe, ein Schild zu bekommen. Das ist natürlich schmackhaft. Das wollten wir so. Möglicherweise spiele ich ja trotzdem noch Fokusstoß. Oder? Du weißt es nicht und wirst es vielleicht jetzt erfahren. Oder? Und? Oh, noch ein Schild bekommen, perfekt. So, meine Freunde. Jetzt ist es halt davon abhängig. Guck mal, hätte ich jetzt einen Fokusstoß gehabt, hätte ich dir den drücken können. Leider habe ich keinen. Reichen zweimal das hier aus? Nein, ne? Das heißt, komm. Als ob ich das jetzt hier nicht mehr geschafft habe. Als ob ich das nicht mehr geschafft habe. Wie dumm war das denn jetzt? Komm schon, das war echt mies, ne? Das war jetzt richtig mies. Die Attacke war da. Ärgerlich, ey. Dieser nervige Feuerodem. Der ist halt richtig mies. So, jetzt muss ich raus. So, jetzt kommst du hiermit wieder rein.
kann ich leider komplett nachvollziehen. Du wirst einen doppelten Kraftkoloss haben. Ich habe den Kampf so oder so verloren. Das heißt, den ersten schilde ich, dann nimmt mich aber der nächste einfach hops, weil Gleichstellung gewinnen kann ich nicht. Der Move ist effektiv gegen beide meiner Typen und ich gehe einfach drauf, oder? Easy. Okay, dann geben wir halt den nächsten Kampf auf. Heute ist Sonntag, ne? Jetzt, wo das Video rauskommt, ich nehme das jetzt hier Samstagabend auf. Heute ist Sonntag. Das heißt, wir wollen alle den zweiten Tag zocken. Wenn ich also sehe, hey, der Kampf ist doch zu Ende, dann gehe ich raus. Dann ziehe ich das jetzt nicht künstlich in die Länge und lasse den Gegner nochmal einsetzen. Dann schauen wir uns die Animation an, dann lassen wir uns ganz entspannt besiegen. Nö, wollen wir nicht. Cesurio. Was sind das denn für Führungen? War das ein Fehler, dass ich dich gepusht habe, mein Freund? Aktuell sieht es noch nicht so aus, als wäre das richtig clever gewesen. Ich mache noch eine, falls du abfangen willst. Du gönnst mir sogar eine ganze Attacke. Du kannst Steinhagel, glaube ich. Richtig? Lavasturm, okay. Alles klar. Ich bin full Energie, was tue ich? Ich hatte in Erinnerung, dass das Ding, glaube ich, Steinhagel oder so kann, ne? Ich bin noch voller Energie, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Bitte die Abschwächung? Weil dann hätte ich jetzt den nächsten Move. Das war echt dämlich von mir. Drück mir einfach den Steinhagel und das war's. Gerade hast du geködert. Und jetzt? Steinkante sogar. Noch geiler. Ah, es ist halt mies für mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 2, 3, 11, 12, 12. Bam. Okay. Cesurio ist da gar nicht so schlecht gegen, wobei ich glaube, dass mich so ein Luftstoß trotzdem einfach wegzimmert. 1, 2, ich bin rüber, ich bin rüber. Ich wollte das doch hier nicht. Oh, come on. Okay, mein Freund. Wie spielst du das denn jetzt? Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4. Gehst du jetzt einfach drauf? Willst du das? Ist das dein Plan? Oder verfolgst du irgendwas anderes? Hast du andere geheime Ziele, von denen du mir nichts erzählst? Nein. Du gehst einfach. Okay. Das war doof, dass ich da nochmal schilden musste, anstatt irgendwie rauszukommen, ne? 1, 2, 3. Bitte, Server, sag mir doch nicht, dass das alles hier so ein bisschen hängt. Was soll denn der Quark? Ach komm schon, da habe ich gar keine Lust drauf. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Komm, wir gehen jetzt rüber und fangen erstmal die Breitseite ab, weil die ist hier einfach mal schön resistiert. Da müssen wir also den Schaden nicht fressen. Problematisch ist, dass ich nicht hier mal vorbeikomme. Ach, Cesurio. Du bist irgendwie ganz cool und ich hoffe, dass wir auch in naher Zukunft deine Entwicklung mal sehen. Denn die ist noch geiler, die sieht oft ziemlich cool aus. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann guckt mal nach. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ding sieht ziemlich cool aus. Ich muss aber sagen, Cesurio ist vielleicht mal irgendwann wieder was für den Primärcup. Wobei, da gibt es viel mehr Garados, da gibt es viel mehr Staloboa oder auch Knackrack und so. Ich glaube, dass es da mehr Probleme haben könnte, beziehungsweise ähnliche Probleme. Cesurio hält leider gar nichts aus. Ich hätte die XL-Bonbons sparen sollen, damit ich Gladiantri in XL spielen kann. Das hatte ich nämlich auch vor. Hier tut mir dein Kraftkoloss dolle weh, ne? Erstmal fangen wir ein bisschen verspätet an. Soll aber nicht tragisch sein, richtig? Nein, dann lassen wir uns nicht von stören. Ich muss halt nur gucken. Wenn du den Move einsetzt, wäre es geil, wenn ich irgendwie rauskomme. Nur das Problem ist, Ho-Oh ist nicht der beste sichere Wechsel. Wobei das hier schon extrem wehtut. Wobei das hier leider schon extrem wehtut. Ich hätte jetzt hier auf Läuterfeuer gehen können. Ich hätte mir mehr Energie holen können. Vieles, was ich hätte tun können. Nur leider mache ich nicht viel hiergegen. Das ist halt extrem ärgerlich. Jetzt gehe ich einfach drauf. Eine Attacke ready habe ich auch nicht. Und aushalten kann ich hier leider auch nichts. Das heißt, guckt euch mal an, wie viel ein normaler Surfer hier gegen Cesurio macht. Schau dir das an.
einfach fast tot. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ich fast 1000 Wettkampfpunkte weniger habe. 1, 2, 3, 4. Du schaffst auch noch eine Attacke. Dragoran hat mega viel Energie. Ich sehe jetzt schon wieder schwarz, meine Freunde. Cesorio, es ist einfach nichts, ne? Es ist einfach nichts für die Meisterliga, würde ich mal behaupten. So ganz entspannt. Das hier gefällt mir gar nicht. Du hast noch 2 Schilde. Und mit Mewtwo werde ich nicht weit kommen, ne, mein Freund? Komm, wir lassen's. Wir lassen es. Ach, komm schon. Ist natürlich auch echt bitter, ne? Dass hier jeder Kampf mit Cesorio extrem in die Hose geht. Hey, den Sternstopp hätte ich mir sparen können. Ich hoffe, dass das irgendwie ein guter Undicht- oder Stahlangreifer ist. Dass ich das wenigstens dafür nutzen kann. Das wäre natürlich nochmal ganz cool. Aber ansonsten, das Ding gefällt mir halt nicht. Es ist nicht so nice. Vielleicht als Closer hinten mit einem Fokusstoß drauf. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ansonsten ist das hier, glaube ich, nicht das Wahre. Müssen wir mal gucken, wie viel jetzt das hier macht und ob du es durchlässt. Lässt jedes Dialga die Attacke durch? Oder weißt du, dass es hier einen Fokusschuss haben könnte? Du weißt es, glaube ich. Ich muss mal sagen, dafür, dass das nur Standpauken sind, finde ich, dass ich guten Schaden verursacht habe. Trotz so viel weniger KP. Okay, du tust mir jetzt weh im großen Zehen. Jetzt muss ich in Mewtwo. Jetzt muss ich in Mewtwo und du hast mehr Energie. Das heißt 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt dein Move. Du setzt nicht ein. Interessant. Ich weiß, dass ich einen überleben kann. Ich wollte extra Energie haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir den ganzen Rest ausspielen können. Du hast auf jeden Fall auch 1, 2. Server sind dabei. Ich muss jetzt schon einsetzen. Ich hätte doch den vierten machen können, dann habe ich nicht aufgepasst, aber das passiert ja eh ziemlich häufig, ne? Bam, du gehst einfach drauf, kommst du mit Dialga wieder rein? Ich habe Sorge, dass ich dann keinen Spukball schaffe. Wir lassen es. Vorhin hat es nicht hingehauen, jetzt hätte es. Ich dachte mir aber nur, hey, bevor der gemeine, mich auffressende Feuer-Odem wiederkommt und mich wegzimmert, machen wir das nicht. Du hast noch ein Pokémon danach und ich habe auch noch ein Ho-Oh. Das Geile ist ja, dass ich dein Wasser-Pokémon schon gesehen habe. Ich hoffe, dass du nicht noch ein zweites mit hast. Du gehst hier leider nicht drauf, dann komme ich jetzt hier mit rein. Draco darf ich eigentlich nicht durchlassen. Wenn ich den jetzt korrekt schilde und du mir da mit einem Gesteins-Pokémon reinkommst, dann ist eh finito. Wichtiger Schild. Was kommt rein? Lugia. Okay, ich muss dich abschwächen, ne? Ich habe keine andere Wahl, als dich hiermit schon abzuschwächen. Anders wird das nichts. Das heißt, die erste Attacke kommt. Bam. Abschwächung. Perfekt. 1, 2, 3, 4. Kann ich dich hiermit besiegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt ist aber auch deine Abschwächung wieder hinfällig, da ich mich jetzt selber abgeschwächt habe. Das war nicht gut. Boah, bitte geh einfach drauf. Hast du schon Luftstoß? Hast du schon den Luftstoß? Das ist er, ne? Ja, das war nicht gut, dass ich das so gemacht habe. 1, 2. Leider wird mich Dialga trotzdem besiegen mit resistierten Attacken, weil ich die Attacke nicht mehr schaffe. Okay, ich halte leider von Cesorio jetzt nicht unbedingt so viel. Ne? Das Ding ist viel zu offensiv, beziehungsweise viel zu wenig defensiv. Ich hoffe, dieses Video hat dir trotzdem gefallen und du kommst nicht auf die Idee, das Ding auch zu pushen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.